Hallo und herzlich willkommen zurück bei Black Desert Online. Ich bin's, der Blick, und der Desert, der Dü ist da unten. Wir sind immer noch dabei, hier ordentlich zu grinden, weil wir ja weiter müssen. Und eine Blauwal wurde gesichtet, das ist auch toll. Und in der letzten Folge haben wir so ein bisschen über Geld geredet. Geld und Immobilien und was geht und wie es geht und wie es dem Staat geht. Am Ende sind wir ja mehr oder minder drauf gekommen, dass Vaterstaat und auch Mutter Natur, Mutter Natur, na so gut, die macht sowieso immer Schulden, weil sie die Menschen erschaffen hat, dass Vaterstaat ziemlich unwirtschaftlich arbeitet. Das hat in den letzten Jahren recht gut funktioniert in Deutschland, weil wir dann tatsächlich mal gesagt hatten, oder weil unsere Regierung tatsächlich mal gesagt hatte, ja, schwarze Null, wir wollen keine zusätzlichen Schulden aufnehmen. Das heißt noch nicht, dass da an Schuldenabbau gedacht wurde, aber es wurden wenigstens keine zusätzlichen Schulden aufgenommen, was, ich glaube, das einzige oder eins der wenigen Länder auf der Welt war, die das dann so gemacht haben. Und da bin ich auch voll dafür, weil es bringt überhaupt nichts, neue Schulden aufzunehmen, wenn man schon genug hat. Ne? Ich meine, wir zahlen jetzt schon, also wir Deutschland, zahlen ja jetzt schon pro Jahr mehrere Milliarden an Euro allein an Zinsen. Wobei, da sind noch keine Schulden. Es hieß allerdings auch tatsächlich mal, dass es wirtschaftlich sogar Sinn macht, irgendwie eine Schuldenquote von 30-40% zu haben. Also dass man komplett schuldenfrei ist, macht auch keinen Sinn, weil man sonst keine Anleger oder weil man sonst die Anleger verprellt, sozusagen die potenziellen. Ich weiß, was du meinst. Ja, ist richtig. Du redest von den Staatsanleihen etc. Natürlich, das kommt alles mit drin. Das heißt, man sollte ein bisschen was sollte schon vielleicht da sein, zumindest als Staat, ne? Nicht als Privatperson, das wäre doof. Ja, aber als Staat ein bisschen was ist okay, aber es darf halt nicht so sein, dass es jedes Jahr mehr werden und dass du im Prinzip schon jetzt mehr an Zinsen zahlst, nur die reinen Zinsen, keine Tilgung, keine Wertsteigerung, kein Nichts, nur Zinsen und sagen wir mal Umschuldungen, um mit dem Arsch an die Wand zu kommen, dass du, sagen wir mal, deine Verpflichtungen erfüllst, weil das ist definitiv nicht wirtschaftlich. Weil diese ganzen Milliarden, die könnten ja an anderer Stelle eingesetzt werden. Also sprich, Deutschland hat das ja eine ganze Weile versucht, wenigstens keine Schulden mehr zu machen. Das hat auch gut funktioniert die letzten Jahre. Weitestgehend, sagen wir es mal so. Bis auf dieses Jahr. Bis auf dieses Jahr. Allerdings, genau, allerdings muss man auch sagen, gerade weil wir das die letzten Jahre gemacht haben, ist es ja auch so, dass zumindest, gut, man hätte immer noch mehr machen können in Sachen Corona, ne? Also in den ganzen Sachen der Maßnahmen und der Beihilfen. Und man kann auch immer noch mehr machen. Allerdings sind wir eines der Länder, wo die Leute sagen, ja, okay, da kann passieren, was will. Die gehen die nächsten 2-3 Jahre nicht gerade bankrott. Oder die 3-4 Jahre, selbst wenn das noch 5 Jahre weitergeht, wäre, sagen wir mal, die finanzielle Sicherheit von Deutschland gewährleistet. Leider nicht von den Einzelnen, weil, wie gesagt, in Deutschland selber die Einzelnen, also wir, haben oft nicht wirklich viel davon. Das ist aber halt eine Regierungsgeschichte. Nächste Wahl nie mehr CDU. Ich sag's nochmal wieder. Nicht nur wegen der ganzen Upload-Filter-Geschichte, die ja auch immer noch im Kommen ist, ne? Das, aber ist auch abgeschwächt immer noch tatsächlich, ne? Also nee. Mittlerweile sind schon wieder neue Vorschläge drin, die schon wieder genauso schlimm sind wie das andere Zeugs. Also sprich, Upload-Filter werden auf jeden Fall nicht mehr vermeidbar sein, so wie es versprochen wurde. Das wird definitiv wird's irgendwo in den Upload-Filter kommen. Solange die Upload-Filter so halbwegs passen sagen wir mal, als das Beste, was möglich ist, anerkannt werden teilweise, wird das vielleicht noch funktionieren. Und wenn halt eine Website sagt, ja, mehr Waffen war für mich nicht möglich und das anerkannt wird, wird das auch noch funktionieren. Das große Problem ist halt wirklich, dass Webseiten von Haus aus und direkt und von Anfang an dazu verpflichtet werden, zu sagen, yo, ab jetzt zahlt ihr für alles die Strafe, wenn ihr nicht euer Bestes unternehmt. Und das Beste, was sie unternehmen können, sind Upload-Filter. Andererseits steht in dem Gesetz, also in der Richtlinie drin, das muss von Menschen überprüft werden. Huch. Und wie gut oder wie schlecht Menschen das überprüfen können. Ne? Ich meine, jede Minute werden mehrere Stunden an Material bei YouTube hochgeladen. Jetzt nur YouTube als Beispiel zu nehmen. Ne? Das heißt, wir müssten Leute haben, die schneller angucken können, als sie da sind. Oder es müsste halt so viele Leute eingestellt werden, dass das einfach nicht wirtschaftlich wäre. Das könnte sich keiner leisten.
Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja. Ich bin schon gespannt. Ich auch. Ich hoffe auf das Beste und erwarte das Schlimmste. Wie gesagt, natürlich dann der sämtliche Größe. Ja, nö, doch schon. Naja, ich für meinen Teil, ich glaube, es wird halt eine Richtlinie, also es wird eine Richtlinie geben. Ich glaube, da wird man sich. Ja, die Richtlinie ist ja schon da. Die Richtlinie ist schon da. Also, beziehungsweise es wird halt ein Gesetz geben, womit halt alle irgendwie so ein bisschen halt leben können. Und dann wird es halt sowieso irgendwann wieder weggeschmettert werden. Halt, ne? Wenn dann irgendwann die ersten Klagen halt dagegen halt kommen und durchgehen und so weiter. Ne? Ja. Weil, also wie gesagt, es kommt drauf an, je nachdem wie schlimm das Gesetz wird, wenn es nach den, zumindest nach dem französischen Entwurf geht, der ja noch schlimmer war als das, was wir jetzt haben, hätte es durchaus sein können, dass so Staaten wie oder so Firmen wie YouTube, Twitch etc. sagen, ja gut, okay, wir machen Geoblocking, Frankreich kriegt halt nichts mehr von uns. In Frankreich darf nichts mehr hochgeladen werden, in Frankreich darf nichts mehr angeguckt werden und das ist für uns wirtschaftlich besser, als wenn wir sagen, okay, wir gehen das Risiko ein, ständig 50.000 Klagen am Hals zu haben. Weil, wie gesagt, wenn die für alles direkt die direkte Verantwortung haben, dann könnte sowas passieren. Bestes Beispiel, Twitch. Da war es ja halt so, die haben sich eine Weile nicht mehr oder weniger darum gekümmert, so eine Art Content-ID-System wie YouTube zu haben. Bis denen dann mal, und das ist vielleicht auch die richtige Methode, wie man es hätte angehen können, zu sagen, ja hier, wenn ihr absichtlich nichts dagegen macht, dann werdet ihr zur Verantwortung gezogen. Ansonsten sind die Leute natürlich für sich verantwortlich. Und da war es halt vor einer Weile so, dass dann halt 1000 Videos runtergenommen werden oder tausende von alten Livestreams runtergenommen werden mussten, die noch anschaubar waren. Und bei den neuen muss jetzt aufgepasst werden, dass da halt wirklich auf das Urheberrecht geantwortet wird. Das wäre die richtige Lösung gewesen. Das ist aber eine Lösung, die Amis eingesetzt haben. Die haben gesagt, hier, okay, ihr seid nicht verantwortlich, aber wenn man euch nachweisen kann, dass ihr wirklich nichts dagegen tut und nicht alles dafür tut, sondern dass ihr gar nichts dafür tut und dass es euch nicht interessiert, dann seid ihr verantwortlich. Dann kriegt ihr eins auf den Deckel. Und deswegen war es ja so, dass Twitch war, glaube ich, auch dieses Jahr ganz plötzlich tausende Livestreams runtergenommen wurden, weil viele halt im Hintergrund, was weiß ich, zum Beispiel nicht urheberrechtsfreie Musik laufen hatten und so ein Scheiß. Diese Dinger wurden dann auf einmal gelöscht, ganz plötzlich. Wie gesagt, weil Twitch dann im Gegenzug gesagt hat, du, ihr habt das jetzt zu tun, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann wird halt euer Kanal gesperrt. Weil dann hat Twitch reagiert. Die haben gesagt, ja okay, wir wollen natürlich nicht die Verantwortung haben, dann wälzen wir sie wieder auf die ab, die sie ja eigentlich auch haben sollten. Nämlich die ganzen Creator, die sich nicht daran gehalten haben und die sollten dann halt eins aufs Dach kriegen. So. Und deswegen, wie gesagt. Ich finde halt sowieso, also bei dieser ganzen Diskussion, das ist alles irgendwie ein totaler Käse. Halt irgendwie. Also, man muss jetzt einfach mal ganz einfach so sagen, so wie es jetzt momentan läuft, ist es eigentlich ganz okay. Halt. Also, weiß nicht. Also, ich meine, jetzt ganz realistisch betrachtet, ich meine, Musik, die jetzt irgendwo. Ich meine, man lebt halt nicht mehr im Jahr 2000 halt ganz einfach, ne? Also davon muss man sich halt irgendwie mal verabschieden. Also wenn ich jetzt Künstler bin halt, ne? Ich mache Musik, ne? So, dann möchte ich natürlich nicht, dass meine Werke halt irgendwo kostenlos anzuhören sind. Ja, wobei, beziehungsweise, muss man halt natürlich dazu sagen, wenn ich halt einen eigenen Social-Media-Channel habe, wie YouTube oder TikTok oder ähnliches, und ich lade das da hoch, dann bekomme ich ja natürlich auch Geld dafür. Ja, ne, in gewisser Art und Weise. Genau. Und da liegt halt einer der größten Probleme auch dieser Urheberrechtsrichtlinie mit drinnen. Denn natürlich berücksichtigt das nicht die eigenen Creator. Das heißt, YouTuber werden per se als, sagen wir mal, Diebstähler, als Content-Klauer gesehen. Aber wenn dann halt ein Musiker da selbst hochlädt, dann muss der zur GEMA gehen, muss sich da anmelden, in Anführungsstrichen. Zumindest wenn du größer bist, deine Plattenfirma und so weiter, da hast du fast keine andere Wahl. Gehst zur GEMA, meldest dich da an, hast vielleicht noch einen eigenen YouTube-Kanal. Da werden deine eigenen Videos vielleicht nicht demonetarisiert, aber deine eigenen Videos werden dann halt so gemacht, dass du selbst keine Werbung schalten kannst. Die kriegt dann die GEMA und das ganze Geld, was die GEMA dann dadurch einnimmt, davon kriegst du so 10-15%, wenn du Glück hast. Das heißt, wo du 100% abfassen könntest, kriegst du am Ende deutlich weniger. Oh.
Deswegen war es ja auch so, dass gerade bei der Diskussion, weil für die Creator selber, für die Urheberrechtsinhaber selber oder für die Ersteller von urheberrechtlich geschützten Werken, da war wirklich kaum was in dieser Richtlinie drin vertreten, dass diese Leute unter Schutz nimmt oder dass es diesen Leuten was bringt. Im Gegenteil, da war mal was drin und das wurde in letzter Instanz sogar rausgenommen. Das waren ja mehrere, wie gesagt, es war ja nicht nur Artikel 11 und Artikel 13, die da großartig Probleme gemacht haben, sondern halt wirklich mehrere andere, die dann auch kritisch waren, aber halt weniger für die, Content-Nutzer als für die Content-Creator. Weil halt die einzigen, die wirklich gut damit verdient hätten, wären die Rechteverwerter gewesen. Da, wo du dich anmelden musst, GEMA etc. pp. So. Und insofern muss ich sagen, das ist, Ne? Ja, nicht schön halt so. Natürlich, ne? Nee, auf jeden Fall nicht. Und wie gesagt, man wird sehen, was da wird. Ich hoffe auch, dass es nicht so schlimm wird, wie es gegessen wird. Das ist ja bei fast jedem Gesetz so, dass da irgendwo Winkelzüge sind. Und gerade auch dieses Gesetz ist so extrem schwammig an einigen Stellen, oder diese Richtlinie schon mal ist so extrem schwammig an einigen Stellen formuliert, aber an anderen wiederum so, dass du manche Sachen gar nicht umgehen kannst. Zum Beispiel einerseits ist es halt so, dass du wirklich Upload-Filter brauchst. Andererseits steht halt drin, dass das nicht von maschinell erledigt werden darf. Das heißt, dass keine Upload-Filter möglich sind. Die Begründung damals war ja, wie gesagt, der Upload-Filter ist nicht möglich. Ja, dann müssen die Leute halt mal in den 2 Jahren was erfinden. Also sprich, das war so ein Gesetz wie, du musst, ab nächstes Jahr dürfen keine Leute mehr laufen, sondern müssen nur noch zu ihrer Arbeit mit ihren Flugschuhen fliegen. Gibt's noch nicht? Ja, dann müssen mal welche erfunden werden. Ja, genau. Ja, ein bisschen Käse halt natürlich. Ja. Das gehört halt. Also man muss einfach so sagen, sobald Dateien halt irgendwie im Netzwerk halt irgendwo landen, im Internet sozusagen, ja, dann kriegst du die auch nie wieder raus, theoretisch. Ja. Also, genau. Und ich meine, es gibt halt mittlerweile auch so viel Content. Ich muss halt einfach vernünftige Bezahl- und vernünftige Modelle geben, womit man halt irgendwie Content-Creator halt unterstützen kann. Ja, und genau. Ich meine ganz einfach, die Gaming- oder YouTube-Szene an sich macht es ja am besten vor, wie man halt aus allem möglichen Scheiß halt irgendwie Geld machen kann. Genau. Ne? Also da fängt es ja, ich meine, da ist man ja sehr kreativ geworden halt. Ne? Man hat ja zum einen halt natürlich die Videos. Man hat natürlich dann die Affiliate-Links Richtung Amazon oder Richtung MMOGA oder irgendwie anderen Stuff oder was es da alles so gibt halt. Also da gibt es ja ganz, ganz viele, da gibt es ja ganz, ganz viele Kanäle halt natürlich in die Richtung halt. Ne? Also das ist ja alles klar. Ja. Also was ich was ich gehört habe, was eventuell funktionieren könnte, wäre zum Beispiel, dass eine Art Mehrrechte-System. Ich erkläre es mal grob. Ich habe auch gehört, dass vielleicht sowas in der Form sogar von YouTube in der Form in Planung ist oder in ähnlicher Form. Es sind natürlich nur Gerüchte. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Momentan ist es ja so. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Momentan ist es ja so: Du veröffentlichst ein Video oder einen Livestream von was weiß ich. Viertelstunde bis 2 Stunden oder sag mal ein Livestream von 8 Stunden, machst 8 Stunden Video und in dem Livestream kommt ein Video oder für 3 Minuten wirklich mal ein Song vor, der urheberrechtlich geschützt war. Vielleicht weil es im Hintergrund irgendjemand anhatte oder was auch immer, und dieser ganze Livestream wird damit automatisch dem Urheberrechtsinhaber von diesem Lied zugesprochen. Obwohl da, wie gesagt, 3 Minuten von dem Ding nur drin waren, von 8 Stunden in Anführungsstrichen. Alle anderen Einnahmen ist scheißegal, das geht alles an den. Und wie gesagt, ist mehr oder minder in Planung zu sagen, ja okay, derjenige, der dann halt Anspruch auf dieses Lied hat, der kriegt dann halt eben auch nur noch den Anspruch auf dieses Lied, diese 3 Minuten. Der Rest geht dann wieder an den, der wirklich diesen Content erstellt hat. Da würde ich sagen, ja okay, könnte ich mitleben. Weil dann kannst du halt auch mal sagen, ja, zum Beispiel hier GEMA-Musik. Ich hatte im letzten Livestream, da habe ich absichtlich ein Intro rausgenommen, weil ich weiß, dass da ein von der GEMA vertretenes Musikteil mit drin ist. Früher wurden die Videos gesperrt, mittlerweile, geht nur, die Werbung flöten. Ich weiß halt, wusste es halt, deswegen habe ich absichtlich gesagt, ja okay, nehme ich raus. Wenn ich wüsste, ja okay, die kriegen für die 3 Minuten die Musik, ne, dann spiele ich denen dieses Intro da ab und schenke denen die 3 Minuten.
in Anführungsstrichen an Einnahmen. Wäre besser für, sagen wir mal, für die Creator, weil wir nicht mehr so genau genau das ist doch aber mittlerweile sogar, glaube ich, erlaubt. Also man kann doch sogar geradeaus filmen und so weiter. Kann man doch, glaube ich, mittlerweile eine halbe Minute kann man doch sogar rausschneiden. Also in die Richtung. Ja, Zitatrecht. Das ist jein. Es ist in der Form erlaubt, dass du quasi ein Zitatrecht hast. Das heißt, wir gehen mal nach draußen, weil die Folge ist nämlich auch schon vorbei. Ja, und ich dann, muss mal kurz hochheilen. Ja, genau. Dann müsst ihr eine Woche warten, fürchte ich. Ne? Ihr müsst die ganze Woche warten. Nicht mehr ganz, tatsächlich nicht mehr ganz so viele Pots auch. Und ich würde ganz gerne mit den Pots, die ich habe, noch hinkommen wollen. Aha. Ja, weil da kommt noch ein bisschen Nachschub, den nehmen wir natürlich noch weg. Ist recht, ich habe auch nur noch 23. Irgendwie geht das heute langsamer voran als sonst. Ja, wir sind ja auch auf dem Spot, der ein bisschen stärker war oder schlimmer war. Naja, ich weiß ja auch nicht. Naja, wir werden sehen. 60% habe ich jetzt. Naja, ich sehe es nicht mal, weil da das Overlay, das Steam, 66%, Steam Overlay drüber liegt irgendwie. So, naja, ist egal. Leute, auf jeden Fall, lasst einen Daumen nach oben da. In der nächsten Folge reden wir mal darüber weiter, weil ich habe da noch ein bisschen was da auszuführen. Müsst ihr jetzt eine Woche warten. Am besten schaut euch diese Folge nochmal an dann, damit ihr wisst, worum es geht, zumindest die letzten paar Minuten. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Nächstes Mal. Tschüss.